zugleich sexy. Trotzdem bin ich dazu auch noch geistreich. Selbst in einem Schaukel zu sehen, zieh ich meine Kleidung aus und alle sagen sexy. Sexy. Oh, ist der sexy. Sexy. Manchmal ist es vom Vorteil, so sexy zu sein. Doch meistens ist man als ein Sexsymbol auch ganz schön allein. Und manchmal renn ich mit blutigem Herz durch die Nacht, weil alle immer nur nach meinem Äußeren gehen, denn ich bin sexy. Da zu Hause. Guckt hier, Telefon klingelt ohne Ende. Einfach so weg. Einfach nicht mehr wichtig. Ich mag das nicht mehr mit Anrufen. Ich mag diese Sendung nicht mehr. Und deshalb schmeiß ich jetzt alles grundsätzlich raus. Alles. Alles, was da kommt. Es sei denn, in meinem kleinen Finger habe ich das Gefühl, da ist jemand mit Titten. Und dann bin auch ich dabei, wenn es wieder klingelt. Da sind jetzt Titten dabei. Wollt ihr sehen? Hallo. Hallo. Hey! Mein kleiner Finger hat dir gesagt, du bist jetzt am Telefon. Bist jetzt die Schwuchtel. Oh. Menschen, die mich beschimpfen. Menschen, die ihre Frauen vorschicken. Menschen, die einfach doof sind. So wie du. Arschloch der Woche. Ciao. Weil das Gute an dieser Peter-Ehrlich-Show ist, dass heute die fünftletzte Sendung ist. Ende August ist es vorbei mit meiner Karriere. Ende August will ich nicht mehr. Ende August gehe ich zu einem Sender, wo ich ungefähr siebenstellig knapp verdienen werde. Wenn ihr da zu Hause jetzt natürlich wissen wollt, wo geht Peter hin, dann könnt ihr jetzt an einem Gewinnspiel teilnehmen. Derjenige, der mir sagen kann, zu welchem Sender euer Peter geht, um reich und berühmt und alle Frauen zu kriegen, ja, der kann eine Flugreise nach New York, Manhattan gewinnen und sich testen lassen als Dummy für die Moro-Inseln, wenn es denn mal weg. Ey, da haben wir ihn am Telefon. Hallo? Hallo? Ey,
Vergisst du, was jetzt ganz blöde ist? Was denn? Du bist jetzt wichtig im Fernsehen und wenn ich diesen Knopf drücke, guck mal, diesen hier, siehst du den? Ja. Dann bist du nicht mehr wichtig, weil weg. Dann leg ich wieder auf und er klingelt gleich wieder. Wollen wir wetten? Oh, ich hab's geschafft. Keiner ruft mehr an. Keiner will was von mir wissen. Wollen wir einfach mal ohne Kontrolle einfach wieder so? Hallo? Hallo? Wie geht's dir denn? Mit dir habe ich schon mal telefoniert, stimmt's? Ja. Wie geht's dir? Gut, und dir? Sag deinen Tipp, zu welchem Fernsehsender geht Peter? Nochmal, was? Zu welchem Fernsehsender geht euer Peter? Zu TV Polonia. Oh, das finde ich jetzt aber gemein. Gib mir mal lieber deinen Freund, der hat wahrscheinlich die Debilheitsgrenze von dir noch nicht erreicht. Okay. Guck mal, jetzt sind wir weg jetzt. Guck mal, ein ganz anderes Gefühl vom Bild her, wa? Siehst du mich noch? Ja. Willst du mich mal riechen? Kann man gar nicht mehr sehen. Willst du mich mal riechen? Ja. Guck mal hier. Oh. Oh, das ist ohne Toilette, ohne Kolonnen. Einfach nur doofe Weiber. Fahr in Urlaub und lass mich in Ruhe. Was belästigst du mich? Du rufst doch hier bei mir an und machst Stress, Streit und bringst Aggression. Ich wollte nicht mehr ausrasten, weil du das nicht mehr angebracht mit meinem Herzklappenfehler, ja? Und ihr zwingt mich immer wieder dazu, auszurasten. Ja, was soll denn? Oh, Anna, wo warst du? Guck dir denn an. Ich muss den von der Skrulu-Show. Der macht Kamera hier. Das ist extrem scheiße. Schön, dass du da bist. Ja. Peter. Wir geben unsere Verlobung, Entlobung bekannt. Nein. Das ist doch vorbei jetzt, oder? Ist vorbei, ja. Endgültig. Wir lieben uns nicht mehr, wir mögen uns nur noch. Und jetzt machen wir den schnellen Kamera. Jetzt mach du einfach. Hau ab! Und jetzt geht die Sendung los. Hallo Anrufer. Hallo Peter. Merkst du gleich andere Bilder mit der Handkamera? Nicht. Wie fandst du meine Ex-Verlobte? Die stinkt aus dem Mund. Ey, du bist so einfach doof. Guck mal hier. Das hätte man damals mit dir machen müssen. Genetischen Brocken weg. Weg einfach. Hallo? Ja, was denn? Das ist jetzt harte Telefonkontrolle. Anna kontrolliert die Richtigkeit dieser Anrufer. Hallo, Mädchen? Hallo? Ja. Nee, kein Mädchen. Oh, ja, aber sympathisch? Ja, doch. Ach, wollen wir? Ja, hallo? Hallo? Wo geht Peter hin? Zu welchem Fernsehsender? Och, das weiß ich nicht. Vielleicht, TV Polonia. Oder nicht? Ey, das ist jetzt ein geiler Gag, der zweimal gekommen ist. Du bist das automatische Winner. Ja, ich bin auch der Gleiche. Du hast jetzt die Katze eben. Guck mal hier. Guck mal. Oh. Die arme Katze. Erstmal raus, du Schwachkopf. Weil das ist ja das Gute. Das klingelt am laufenden Band. Ich kann mir das aussuchen. Du da? Sprech, ihr Störter. Hallo, ja. Was habe ich heute noch zu sagen? Der letzte Anrufer erstmal. Hallo. Hey. Hey Peter. Ich geh nicht zu TV Polonia. Nein, ist ganz klar. Du bist voll geil. Also, findest du die Sendung gut? Ja, du bist doch voll geil. Die gefällt dir wirklich? Ja. Ey, weißt du, was ich an der letzten Sendung, hast du die auch gesehen? Leider nicht. Was war denn an der so gut, dass ich so viele Post gekriegt habe? Ja, ist doch geil, du hast total viele Fans. Ja, aber das ist doch kacke, ich muss das auch alles lesen. Und da schicken die mir Nacktaufnahmen, manche Frauen, ja? Wir sind scharf auf dich. Weißt du, wo ich letzte Woche war? Nee, wo? Soll ich dir zeigen? Ja. Da war ich bei ihr hier. Bei Arabella? Ja! Thema war Schwein sein, Hauptthema war Peter Ehrlich Show und Tina Kresse. Aber das erzähle ich euch, wenn die Sendung gesendet worden ist. Und wisst ihr, was ich jetzt ganz doll bin? Was? Boom, 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 boom. Verliebt. Ja, ey, wie hast du das jetzt rausgekriegt? Einfach so. In wen soll ich denn verliebt sein? In wen würdest du mir empfehlen, verliebt zu sein? Das ist das Problem, wenn ihr nicht reden könnt, wenn ihr die Hauptschule nicht abgeschlossen habt. Ich lasse euch doch Chancen hier. Hallo? Ich hab den schon hier, hallo. Also kleiner Idiot. Kleiner Idiot. So klein bin ich gar nicht hier, das kann ich einfach auch mal zeigen, ja. Wenn man will, dann kann man auch groß wirken. Hallo. Hallo Erich. Erich, Honny. Hallo Peter. Hey, super, welcher Sender? RTL. Meinst du? Gehst du. 100%ig. RTL 1 oder 2? RTL 1, die haben schon Schumi unter Vertrag genommen. Schumi? Mhm. Und jetzt wollen sie den Peter noch holen. Jetzt darf ich euch mal die Welt erklären? Ja, echt. Mit Schumacher? Was denn? Warum will der jetzt heiraten?
Der will heiraten, weil er nämlich nächste Woche das Rennen in Ungarn hat. Und deswegen heiratet der nicht. Schumacher heiratet, weil in der letzten Woche das böse, böse Wort von Steuerhinterziehung im Raum war. Und da hat er sich gedacht, Steuerhinterziehung ist negativ besetzt, nicht gut. Da muss ein positiver Begriff hinkommen. Und da hat er überlegt, Gebärmutterkrebs oder Hochzeit. Und dann hat seine Corinna heißt die. Heißt die Corinna? Ja, Corinna. Die hat zum Beispiel gesagt, wisst ihr, Michi, wenn du da immer in die Runden so rumfährst und plötzlich mal rausgetragen wirst, in die Mauer klatscht und wir sind nicht verheiratet, dann kann ich nur noch 10 Jahre wahrscheinlich als geile Witwe, so Nacktaufnahmen und so weiter, aber dann fängt das auch an zu hängen, ja? Und dann hat diese Frau keine Zukunft mehr. Und deshalb hat sie gesagt, lass uns jetzt heiraten. Meinst du, dass und das ist auch wie eine Steuerklasse. Der kommt dann nämlich automatisch in eine andere Steuerklasse rein und sie kriegt die Hausfrauensteuerklasse und dann der hat ja nicht viel Geld. Also der musste ja in Häusern da ausgeben, damit er überhaupt unter die Leute kommt. Kannst du mir noch folgen? Du meinst, dass er alles mal Corinna überschreibt, der Schumi? Ja, nee, wenn er heiratet und euch einen Ehevertrag hat, dann überschreibt er gar nichts. Dann ist automatisch Hälfte weg. Oh, dann ist er ja doof. Jetzt frag ich mich, ob der zeugen kann, ob das auch so ein tolles Kind wie von Bobble wird. Das wird bestimmt ein Formel-1-Renner. Wie ist das eigentlich, wenn die Steffi Graf ihre Tara hat? Kann die dann die US Open gewinnen, ja oder doch? Dann kauft sie sich einen Ferrari, der sagt. Okay, das war jetzt lustig hier noch mit dir, du Schwachkopf. Mein Gott, hallo. Gut, pass mal auf jetzt hier, klingeln und weg. So, weil ich muss euch jetzt was sagen. Dadurch, dass wir nur noch 5 Sendungen hier machen. 5 Sendungen und dann kommt das große Nichts. Wie er sagte, bei RTL eventuell. Hallo? Oder auch ja. Doch nicht. Fester. Auf jeden Fall wollten wir in den letzten 5 Sendungen euch einfach mal Highlights aus 120 Sendungen zeigen. Und da haben wir geguckt. 120 Sendungen habe ich durchgeguckt, um 5 Highlights für die nächsten 5 Sendungen zu finden. Und mit dem ersten fangen wir jetzt an. Die Benutzung eines Präservatives live vor einer deutschen Kamera. VCR 1 ab. Guten Abend, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer des offenen Kanals. Mein Name ist Kalle Bauer. Ich habe in der 144. Peter-Ehrlich-Show in Berlin den ersten Preis gewonnen in der Rubrik Zeige, was du hast. Und ich darf also heute erstmalig hier auf dem Kanal, den offenen Kanal in Hamburg, darf ich also erstmalig, ich bin richtig live im Fernsehen. Und ihr werdet euch natürlich wundern, warum ich hier so nackig sitze. Und ja, weil die Rubrik hieß, zeig, was du hast. Und aber nicht, dass ihr denkt, dass es hiermit zu tun hat. Das ist also weniger. Ich zeige ganz andere Sachen, ja. Also ich darf hier in Hamburg erstmalig zeigen, wie ein Kondom benutzt wird, weil also wir Männer ja wohl grundsätzlich das Problem haben, diese Benutzung von diesen Dingern da, ja. Es fängt ja eigentlich damit an, dass die Kondome eigentlich so unhandlich sind und dann stülpt man sie sich rüber und muss manchmal 7, 8, 9 Mal runterstreifen, ehe er richtig sitzt und ja, und dann meist schon zu spät. 46% aller Männer haben zum Beispiel diese vorzeitige Ejakulation. Wir als Mann ganz schön doofe Erklärungsnotstand der Frau gegenüber. Ja, und da darf ich also hier in der Januarsendung, darf ich also zeigen, wie man ein Präservativ benutzt. Und als Weltneuheit, ganz toll, bin ich ganz stolz drauf, Präservative Light, die haben nur noch 33% Gummi und Lotusblütengeschmack, wenn die Frauen das wissen wollen, ja. Und also der sieht im Grunde genommen aus wie ein ganz normales Kondom, also nicht großartig anders. Das ist das also hier im Ganzen, sieht schön formen, schön hautneutral, man sieht also auch so noch nach wie vor, wie der Penis aussieht. Und das Schöne bei diesem Light, warum ich also jetzt hier auch sitze und euch das auch mal demonstrieren will, ist eigentlich, dass man, ja wie soll ich sagen, also dass man in die Hose erstmal zumindest greift und dann eben halt, ja jetzt kommt natürlich der Part, den ich mir also ein bisschen einfacher eigentlich vorgestellt habe, also das Schöne an dem präservativen Light ist, dass man also nur noch höchstens 3 Bewegungen hoch runter braucht und dann sitzt er schon. Wir haben also genügend Zeit auch noch andere Sachen zu machen. Die Frau ist vielleicht, ja, aber das würde jetzt zu weit führen. Also
ich komme ja nicht drum rum, ich muss es ja zeigen, weil ich bin ja der erste Preisträger und es sieht natürlich doof aus. Aber ich meine, deswegen bin ich auch in Hamburg, habe ich in Berlin, hätte ich es mir nicht getraut, da kennen mich ja alle. Aber hier, also pass auf, also ich habe im Vorfeld schon für etwas Steifheit meines Gliedes gesorgt und man muss also... Achtung, jetzt geht's los, ja, also man muss... Also, so, und jetzt, also ich zeige es ganz schnell, ist natürlich aufregend und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt darf, hier über den offenen Kanal, also man stülpt es so rüber, legt es ganz sachte, das zählt also noch nicht als Bewegung und dann zählt mit, ihr könnt es alle sehen, 1, 2, 3, was ist passiert, nichts ist passiert, das hat sich noch nicht gefüllt, meine Damen und Herren, der Penis, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Jetzt seid mal ehrlich, hättet ihr mir so ein zugetraut? Jetzt mal ganz ehrlich, 28 cm live im Fernsehen gezeigt von mir, das hat doch was. Mascha hat sich erregt, Mascha hat aufgelöst. Mascha, das hat man jetzt über. Hallo? Ach ja, bitte. Nein, du bist, ey, stell dir mal vor, du sitzt zu Hause, wählst und kommst durch und darfst mit mir reden und wenn du das schaffst, red. Na, so was meinst du, über was haben wir denn reden? Wie fandst du mein Video eben, Highlights aus meiner Karriere? Koch war das witzig, ja, doch. Hat dich amüsiert, so kurz. Ja. Klein bisschen nach. Bitte? Ey, vielleicht gehe ich ja auch zur OK-Radio, die heißen jetzt Magic 95. Magic 95. Spielen jetzt für die Versehrten, Kriegsversehrten. Ach so, ja. Was dein Thema, du Schwachkopf! Komm her, Schwachkopf, ne? Ach Mann. Das ist ja eine gute Klingel jetzt. Und du? Hallo. Hallo Peter. Stimme aus dem Nichts. Wieso gibst du dich mit solchen Schwachköpfen jeden Tag ab? Jeden Tag? Ja, ich meine, wenn du sie triffst, dann reden sie dich voll. Du, das ist ja unheimlich toll. Also meine Popularität, ja, ist ja jetzt schon so weit, dass ich kann mir alles aussuchen. Ich krieg Sachen umsonst, Zahnpasta, kannst du dir vorstellen? Kannst dein Fernseher mal leiser machen? Mach ich. Du machst hier Stress, ja? Ja. Und jetzt Thema. Ist doch egal, sind doch nicht deine Schwach... Aber ist dein Ding eigentlich größer als das da eben, oder was ist das? Ach, wisst ihr, ich will jetzt nicht über eure Unzulänglichkeiten reden, ja? Wenn ihr da so eine kleinen Franzmänner nur habt, ja, wo die Frauen nur im Vorfeld so, ja? Hallo? Ja, hier ist Helmut Thoma von RTL. Ach, hey, ich will ja nicht zu euch. Also damit fällt RTL wahrscheinlich schon mal aus. Hallo? Ja, ich bin's. Ja, da hi, ich. Ja, du, mich auch, ja. Du sag mal, wieso hast du so ein Bildzeitungsmenü drauf, hä? Ey, das ist ja das Gute. Und, da kannst du drauf. Warum guckst du denn dann das, wenn das so Bildzeitungsniveau ist? Geil, Alter. Ey, weißt du was? Die nee. Bildzeitung hat die Titten. Weißt die Titten du? Auf Seite 3. Und bei mir könnt ihr meine Designerhosen hier, guckt mal. Oh, was? Nee, Hallo? Achso, ist ja noch keiner da. Hallo, wie fandst du meine Designerhose? 800 Mark hat die gekostet. Glaubst du an den Teufel? Du magst diese Sendung auch nicht? Geh zu ihm. Bist du der Teufel? Wollen wir eine Satansmesse jetzt feiern? Ja. Soll ich einfach mal deine Unzulänglichkeiten zeigen? Ja. Soll ich einfach mal zeigen, wie unwichtig du bist? Einfach raus. Weg. In der Weite von Hamburg bei Peter einfach weg. Du da. Ja, hier ist Lutz. Guten Tag, Peter. Lutz, wollen wir jetzt mal ein vernünftiges Gespräch führen? Können wir machen. Einfach mal zeigen, ich kann das, wenn ich will. Mhm, können wir machen. Dein Thema. Ja, ich habe eigentlich mal eine Frage. Und zwar, in einer Woche habe ich 35-jährigen Hochzeitstag. Wie lange hast du Hochzeitstag? 35-jährigen. Und wie lange guckst du Peter Ehrlich Show schon? Martha. Ach, die gucke ich schon 2 Jahre. Und deine Frau, hat die das auch schon mal mit mir getrieben? Das erlebe ich ja oft, dass von meinem männlichen Publikum die Frauen zu mir hin irgendwie hinkommen. Ich glaube, Martha ist mir treu. Martha heißt sie? Martha. Und wie hat sie mit so einem Schwachkopf 35 Jahre ausgehalten? Kriegst du irgendwie eine Beamtenpension? Nee, ach, ich bin doch gar kein Beamter. Was bist du dann? Ich bin bei der Mülle. Du bist Mülle? Mhm.
Ey, Sperrmüll oder ganz normal Hausmüll? Nein, Sperrmüll. Hat dich jetzt schon überfordert. Kannst du mir da eventuell eine Couchgarnitur aus Leder? Du, auf Termin arbeiten wir nur. Nur auf Termin? Mhm. Ja, wenn du mal so eine Ledercouch hast, da könnte man gut Weiber aufreißen. Zum Beispiel. Eine Ledercouch habe ich mir mal selber organisiert. Da feiere ich mit Mada jetzt 35 hier in Hochzeitstag. Und jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr auf eurer Ledercouch im Wohnzimmer, ist hier wahrscheinlich, dann habt ihr auch einen rührenden Hirsch im Hintergrund, hast du schon mal so richtig versauten Sex gemacht auf deiner Ledercouch? Nee, das würdest du gerne mal richtig versauten Sex machen? Und wenn ja, wie würde dein richtig versauter Sex aussehen? Rede jetzt! Also wenn ja, also bis jetzt haben wir es daneben getrieben. Daneben? Und am 25. Ey, bist du so einer, der immer rauszieht vorher, damit so vorzeitig auf den Bauch ejakulieren, damit keine Babys kommen? Ich meine, nach 35 Jahren verheiratet, wenn man 18 Jahre war, das ist ja schon in den Wechseljahre. Nein. Bist du noch stramm und kannst immer? Nein, das nicht. Jetzt wollen wir einfach mal sehen, ob der nächste Anrufer das besser kann. Hallo. Hallo. Ich habe auch noch mal eine Frage an ihn da. Sag einfach du zu mir. Bitte? Sag du zu mir. Ja? Sag Peter. Peter. Wie heißt du? Hier ist Norbert. Noppi? Noppi. Ja, rede. Was? Ach, Mann. Bereitet euch vor, lest den Text und wenn ihr den auswendig könnt, könnt ihr anrufen. Los. Schnauze. Wieder aggressiv. Ich bin nett. Ich mache hier ein Angebot. Des Nettigseins. Hallo? Hallo? Rede schon mal, ich zeig dir jetzt jemand. Ich muss mich mal jetzt hier eindeutig mal bei Joe bedanken. Hi Joe. Ich habe nämlich Joe heute angerufen oder beziehungsweise gestern, hab Panik gemacht, die Sendung fällt aus, er muss drei Knöpfe drücken und das machen wir nur eine Handkamera und er muss überhaupt nicht drücken. Jetzt ist er wahrscheinlich sauer, weil er jetzt zu der Feier nicht kann, gehen kann, will. Joe, rede einfach, bist du sauer? Also ich mach nicht noch mit hier. Joe, sag erstmal Hallo. Hallo. Na? Hä? Ey, hast du jetzt mich oder ihm angerufen? Nee, erstmal Joe, ne? Ja, erstmal so. Ne? Hörst du Joe? Ja, wer ist denn da? Ja, wie geht's dir? Wer ist denn da? Ja, ich bin Matze. Aha. Matze! Mir geht's ganz gut, ja? Ja, dir geht's ganz gut. Und wie geht's deinem Freund da? Auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich schalte wieder um hier. Ich hab gleich richtig umgeschaltet, gleich weggeschaltet. Jetzt! Führe ich euch auf eine Fährte mit meinem Fernsehsender, wo ich hin hier, ich will jetzt nicht. Ich führe euch jetzt auf eine falsche Fährte, weil ich habe ein Angebot gekriegt, wo ich einfach nicht Nein sagen werden kann, dürfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Was hat die Nation? Was haben die 13- bis 14-jährigen Mädchen? Was haben sie gelitten? Robby ist weg. Robby will nicht mehr. Robby hat Sehnenentzündung in den Waden, kann nicht mehr tanzen. Wo kriegt Tick satte neuen Sänger her? Und einer, der auch tanzen kann, der Bewegung hat, der Rhythmus im Blut hat. Und ich werde euch jetzt Tanzeinlagen einfach mal zeigen, wie es sein könnte, wenn ich bei Tick Z bin. Los! Was ist Night Fever? Ah, ja, ist aber vielleicht. Oh, Hallo? Ach, das ist nervig mit den ganzen Anrufen, aber hallo? Hallo. Hi Peter, hier ist Arne. Ey, nimmst du auch Rauschgift? Klar. Welche immer. Sorte von Art? Also ich bist bin du eine Arte? Bist du ein Künstler? Ich bin ein Künstler, ja, ich tanze auch. Bist so du Lebenskünstler? Bist du doof? Bist du debil? Willst du eine Freundin über diese Sendung finden? Nee. Das ist heute Freundin-Suchprogramm, ja? Ich mach mir hier wegen Thema echt Gedanken und ihr wollt nicht. Hallo. Hallo Peter, tanz mal. Tanzen? Ja. Tanz auf dem Vulkan. Tanz den Teufel. Guck mal, gibt jetzt eine CD von mir. Ich hab kein CD-Player. Ach, hier, du glaubst ja nicht. Ja, glaubt der Peter, dass da wirklich Peter Ehrlich steht. Wie findest du so meinen Namen? Ehrlich? Blöd. Gut. Dann hast auch du deinen Zweck erfüllt. Wir brechen heute einfach den Rekord, 112 Anrufer pro Sendung, du da? Ich kann. Das war jetzt natürlich die Aufregung. Du hast auch nie gedacht, dass du gleich beim ersten Mal klingeln durchkommst, wa? Welcher Anrufer ist denn jetzt dran? Wir haben die doch alle vorbestellt. Gunnar? Nee. Günther? Detlef. Detlef! Hallo Detlef! Hallo, Peter. Du heißt Detlef, stimmt's? Nein, ich heiße Harry. Hasi Dutzi? Harry aus Wilhelmsburg. Ey, bist verliebt im Augenblick, hört man so eine Stimme. Ja, Quatsch. Ich bin momentan im Urlaubstrand hier. Ich
fliege am Donnerstag zum Urlaub. Und was sagt es dir, wenn du in Urlaub fliegst? Wie lange bist du weg? 3 Wochen. Was musst du dann machen? 3 Wochen lang Peter Ehrlich Show einprogrammieren in deinem Vicor. Nee, wir haben doch in Griechenland Satellitenschüsse. Ja, das geht nicht über Satellit, ja? Brauchst mich ja nicht hier auf Glatteis führen. Ich will Gespräche führen, ich will einfach zeigen, ich kann das. Wenn ich dann eventuell doch zur RTL gehe? Total bescheuert. Oh, jetzt ist ja hier noch einer da. Jetzt ist hier mega mäßig, ist hier Sachen los. Jetzt, Freitag, ich glaube, das ist Freitag. Und ich habe die mal angerufen, wollte die einladen, die haben sich nie wieder gemeldet. Jürs, ja, das ist genauso schlimm. Jürs ist derjenige. Eine kurze. Halt, gleich. Jürs ist immer derjenige, der so durch die Stadt. Und ja, ich auch. Das ist Matte. Dran. Bist du immer noch dran? Ja, ich bin immer noch dran. Gewesen. Das ist. Pass auf, ich wollte eine kurze Message habe ich für die Mädels unter euch. Peter ist wieder zu haben. Robbie Williams ist ja ausgestiegen. Ne? Ich bin Und ich kann euch beruhigen, Peter Ehrlich ist der neue Sänger bei Take That. Kann mal einer den größten Hit anpfeifen, dann singe ich den jetzt. Babe. Ich kenne mich da nicht aus. Hallo Anrufer? Hallo. Einfach, was motiviert dich jetzt, mich anzurufen? Take That. Take That? Ja. Kennst du die Skrullu-Show? Nee. Da war das Thema. Also nicht hier bei mir. Wann werdet ihr mal kommen in meine Sendung? Wir kommen mal vorbei. Ja, wir kommen mal vorbei. Der wohnt in der Vereinsstraße neben mir und ich hab den noch nie gesehen. Noch nie. Das war echt? Ja, ich muss meine Groupies doch mit vom Leibe halten. Deswegen kann ich mich nicht so oft rauswagen. Ich kann das jetzt einfach mal so sagen, ihr treibt ja eher mit den 18-Jährigen. Ich hab ja schon eher die etwas ältere Zielgruppe, die alten Frauen ab 30. Anna, das ist meine Fanpost, die du da liest. Ist aber von mir die Karte. Ja, das stimmt. Du warst ja auch mal Fan. Hallo. Achso. Hallo. Ja, hallo. Ey, du bist jetzt live in einer Fernsehsendung und sprichst mit meinem Bild. Ja, tue ich das. Sag mal, wir hätten mal eine Frage. Hast du schon mal selbst ein Spiel geguckt? Ich hab sogar schon mal versucht. Ja. Ja, gib Antwort. Ich meine, guck dich mal selber an, deine Augen, das ist doch echt alles. Ja, ich guck öfters in den Spiegel. Und ich finde auch, dass der Lastwagen doppelt Zwillingsreifen ruhig zweimal über hätte, dass er sich fahren können. Guckst am liebsten auf den Spiegel, wenn der auf den Tisch. Ey, guck mal, deine Kumpels hab ich zum Beispiel amüsiert. Ja. Deine Freundin würde jubeln, die würde aufstehen und mir applaudieren. Und du bist jetzt der Schwachkopf, der jetzt noch 10 Minuten mit mir reden muss. Soll ich? Kannst du jetzt immer für mich live Laola machen? Laola? Heute drücken wir. Ja, nee, ich war schneller. Ich bin einsam und ihr seid schneller. Nee, ihr seid schneller und ich bin... Nee, ach, ist auch real. Hallo? 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 Warum hast du denn Brüste und bist eine Frau? Was? Ja, das ist wieder einer seine Freundin vorher schickt. Ich finde das doof, wenn ihr mir so kommt. Hallo? Ja, hallo? Du live sprechen jetzt. Ja, ich live sprechen jetzt. Du jetzt erstmal sagen, Peter Ehrlich Show, the best of the German TV on offenen Kanal. Los, sagt es. The Peter Ehrlich Show, the best of TV on the offenen Kanal. Ey, du bist ein Sprachcomputer. Du hast das voll rübergebracht. Du bist ein guter und du kriegst dadurch... Hast eine Freundin? Ich nicht. Der musst du in Zukunft nicht immer... Der ist immer hart, ha? Da musst du... Der ist gut. Ist ja nicht schlecht eigentlich. Bisschen harm. Ach ja, gut, von mir aus. Das ist ganz schutt. Das ist so Wahnsinn. Also, dein Thema. Ja, mein Thema. Ey, wenn du mir schreiben würdest, würdest du auch an Herrn TV-Kultstar schreiben? Nee, ich glaube, ich würde einfach an Peter Ehrlich schreiben. Und willst du meine Adresse wissen? Guck mal hier, könnt ihr ablesen. Der schiese Wahnsinn. Kann ich ja mal machen. Würdest du mir schreiben? Ja, warum nicht? Da kannst du die Urlaubsreise gewinnen. Eine Urlaubsreise? Wohin denn? Hast du die Sendung nicht von Anfang an geguckt? Jetzt Hand aufs Herz und ehrlich? Doch, hab ich, aber ich hab's vergessen. Weil ich war so beschäftigt mit... Guck mal, ich hab sogar mal einen Brief mit einem Siegel gekriegt. Das sind Sachen und dann hab ich was gekriegt und ich bin keiner, der angibt, ja, ich bin auch einer, der sehr bescheiden ist. Also jetzt muss ich mal sagen, da hat irgendeine Firma in Paraguay gedacht, weil ich hier Fernsehstar bin, habe ich viel Geld und hat mir ein Haus in Paraguay angeboten. Das nehme ich nicht, nein, weil eine Million, ist eine Million viel Geld? Ich glaube schon, ja. Findest du? Ja, ein bisschen. Guck mal hier, Universal Studios Los Angeles. Kannst du gucken? Ja, also du sag jetzt einfach mal, dass du zu Hause sitzt und ergriffen bist. Moment, das muss ich mal nachchecken. Ich bin richtig ergriffen. Bist du jetzt ergriffen? Und? Ja oder nein? Ja und wie du? Mein Gott, 2,5 Minuten, du in dieser Leitung und nur Scheiße. Jetzt du.
Pisser. Das ist Macht, dieser Finger. Dieser Finger, guck mal her, komm mit. Du bist jetzt wichtig. Hallo? Hey, gib mir deine Mutter, das ist wahrscheinlich ergiebiger. Nee, wieso? Na, dann rede du mit mir. Basic Madness. Hi. Ist cool. Was kann ich für dich tun? Wie alt bist du? Bist du schon 14? Nee. Jünger? 22. 22? Ja. Könntest du dir vorstellen, dass ich dir Pumpe drauf liege und dann schwitze? Nee. Also, warum rufst du jetzt hier an? Ey, du Huren, von raus hast du ihm auf. Los, pass auf, du hast jetzt 10 Schimpfworte hintereinander zu sagen. Und wenn du das schaffst, kriegst du 1000 Mark. Ja, du verdammter Arschdicker. Eins, zwei, drei. Ey, du Huren. Assi-Peter, hast du ihm gesagt? Ey, Assi-Peter. Ey, du musst nicht meine Schimpfworte, die ich für dich habe, vielleicht, ja, mit zurückgeben. Hallo? Oh, Fernseher ist zu laut, das verstehe, muss ich dich rausschmeißen? Oh, eine halbe Stunde erst. Jetzt die große Chance. Ja, hier ist Rainer. Wer? Rainer. Rainer? Ja. Rainer, wie geht's dir? Der aus dem großen Lande. Rainer, jetzt mal, wie geht's dir? Mir geht's echt beschissen. Soll ich dich heilen? Ich kann auch heilerische Kräfte haben, wenn du möchtest. Was hast du denn? Ich sehe gerade in deiner Hand die große Linie, die große Lebenslinie. Und, wie ist sie schon kurz vorm Ende oder habe ich da noch 10 Jahre? Du hast da ungefähr 12 Jahre. Ey, du bist meine Frau hat gesagt, du hast das große M drin. Ey, du hast eine Frau? Ja. Wie kann man so schwachköpfig sein und eine Frau abkriegen? Hast du mir verraten? Da hast du recht. Ich habe mich verleiten lassen. Bist du im Lotto gewonnen worden? Nein. Bist du Lotto King Code? Nein, bin ich nicht. Ey, macht es Spaß, meine Post zu lesen, ja? Ja. Könnt ihr auch mal schreiben? Würdest du das machen? Ja. Guck mal, das ist die Sekretärin, die Briefe dann beantwortet. Echt, ja? Die schmeißt bestimmt alle weg. Nein. Oh, die Briefe, wo die Geldscheine ordnungsgemäß eingelegt sind, da, die kommen schon an. Ich hab schon zweimal gemerkt. Also, was willst du jetzt? Ich will ganz einfach, nur einfach Rainer sein. Hey Rainer. Hm? Ist in Ordnung. Ja? Sei weiter ein Nichts. Ein Rainer. Es kann nur einen Peter geben und das ist wichtig. Hallo Duda, du bist jetzt der letzte Anrufer, danach kommt eine Einspielung. Macht dich das irgendwie betroffen? Nee, du Peter, du Vollficker, du. Das war ein guter Gag, Schimpfwort. War schon gut, wir haben alle gelacht hier, konnten uns amüsieren. Hat schon erzählt, dass ich bei Arabella war. Ah ja, Vertrag habe ich auch jetzt unterschrieben, ProSieben. Ist natürlich jetzt live, wenn ihr den Wettbewerb gewinnen wollt. Los, letzter Anrufer und dann Einspielung. Ja, sitzt du jetzt wieder rein. Gewesen. Ciao. Halt, noch nicht. Nächste Woche seht ihr hier in der Peter Ehrlich Show Cucumberman live bei mir. Und ich habe sie schon mal gefilmt. Ihre Ärsche zumindest beim Unifest. 1500 Zuschauer und Peter war da. Einspielung ab jetzt. Wusch. Aus dem Dorf, das Dorf, aus dem ich komme, hat nur 1900 Einwohner. Und die haben alle Bremsspuren in der Unterhose. So wie Heiko. Das ist die Boris, bevor du anfängst, das nächste Stück. Nee,
Cumberman live in der Peter Ehrlich Show am nächsten Dienstag. Und dann kommt der absolute Höhepunkt. Menschen aus aller Welt haben mir geschrieben, hol dir den Ref. Dann habe ich gefragt, wer ist der Ref? Und dann hat man mich aufgeklärt. Daddel ist der Ref. Aber da wusste ich immer noch nicht, Daddel Ref. Habe ich mir nichts bei denken können. Aber er ist hier, am 15.8. Hier in meinem Studio, der Referent. Musiker bei den Stars, Musiker bei den, war auch bei den Goldenen Zitronen damals? Nationalgalerie, Musiker bei einer jungen Dame zu Hause, wenn er den CD-Player bedient, wenn der nicht geklaut worden ist. Selbst das Kind sagt Onkel Ref zu ihm. Ist das nicht irre? Und der ist bei mir live in der Sendung. Und jetzt ist live...
Euro-Eddy. Eddy, ja, ich bin hier. Und jetzt fragt sich alle, wer ist Euro-Eddy? Euro-Eddy ist der aus der Skulu-Show, ja, der Partner von Mars, den du gerade misshandelst. Ja! Was machst du gerade mit dem eigentlich? Mein. Soll ich ihn mal erschlagen? Ja, erschlag ihn mal bitte. Persönlich für mich. Halt, jetzt, genau, jetzt sind wir nämlich beim Thema Euro-ID. Ja. Gut, dass du mich darauf hinweist. Richtig. In der letzten Live-Sendung. Ja. Ist in diesem Studio dort drüben. Na? Eine Katze zerstört worden. Das ist hart, ja. Ich habe sie zerfetzt. Das ist hart, ja. Aber wie ihr seht, ist nur noch der Kopf übrig geblieben. Ich sehe ja gar nichts. Ja. Ich habe keinen Fernseher, das ist gemein. Und da habe ich diese ganze Post gekriegt. Das ist hart. Dass das gemein ist. Dass man so mit Stofftieren nicht umgeht. Aha. Und wisst ihr was? Na? Ihr habt recht. Ja, wir haben alle recht. Und wir haben uns ein neues Anschauungsmodell genommen. Aha. Und Marcel. Und jetzt wollen wir euch einfach einmal zeigen, wenn man richtig pervers denkt. Ja. Dann kann man auch mit so einem kleinen Kind zum Beispiel ganz böse Sachen machen. Aha. Man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass dieses Ding hier. Ich sehe das alles doch gar nicht. Hast du keinen Fernseher? Ich bin in der Arbeit hier. Du bist in der Arbeit, du rufst mich hier an. Ja, ich du an siehst ja nicht, wie ich auf ein Kind rumtrampel, du. Das sehe ich nicht. Das siehst du echt nicht. Ich bin an der Kasse, am City-Kino. Und ihr wolltet wissen, wie das mit meinem Gesicht passiert ist. Und sie so. Gar nicht. Das ist gemein, ich möchte eine Videoaufzeichnung haben. Ich will dich nicht von der Arbeit abhalten, Eddy, ja? Das ist auch unser Bruttosozialprodukt, was du da wegmachst, wenn du telefonierst. Hallo? Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich Briefe ohne Ende kriegen. Egal. Vorbild. So. Ey, mach das jetzt mal vernünftig hier. Das arme Kind. Ja. Hallo. Ja, hallo Peter. Hey, wie fandst du das jetzt mit dem Kind? Das finde ich super. Kann man das doch... Weil man das Gleiche mit deinem Kopf machen sollte. Wann denn? Wann, ja, wann treffen wir uns denn mal? Ja. Willst du mich mal sehen und das mit mir probieren? Ja, das würde ich gerne machen. Okay, hast du morgen was vor? Ja. Was denn? Die auf den Kopf rumspringen. Sollen wir ein Date machen? Ja. Wollen wir uns auf dem Dom morgen treffen, ja. Weil wir drehen da morgen. Ja, da willst du aber nicht mit zu kommen, ne? Ich würde sagen, wir treffen uns um 7 beim St. Pauli-Ausgang da, St. Pauli-U-Bahn. Ja, okay. Und von da machen wir den Dombummel und drehen und du musst dich dann bei unseren Regieassistenten melden, dass du derjenige bist, der so ein bisschen schwachköpfig mit dem Baseballschläger bearbeiten will. Und wenn du das gemacht hast... Und du musst mal Leute ausreden lassen, ne, du Spinner. Genau. Du kannst hier reden, so viel wie du willst. Musst nur noch mal anrufen. Fernseh leise! Weg, du! Das war zu brutal mit dem Baby, glaube ich. Hallo? Wer ist da? Das ist Matthias. Willst du Matthias sprechen? Peter? Soll ich sie lieber quälen? Peter? Nee, ich glaube, er möchte was mit Titten. Habe ich gerade. Hallo? Hallo? Stefan, was möchtest du denn? Irgendwie wirkt die Droge jetzt ganz anders. Also, ja, das ist heiß. Oh ja, Stefan. Okay. Stefan? Ja? Was ist so trostlos an dir? Ich möchte mit dir über mein ganz scheißes Leben reden. Ja, los, fang an, wo du geboren bist. Wie war der Schmerz, wo du an der Gebärmutter langsam verlassen hast, wo du dann an der äußeren Schamlippe vorbeigegangen ist, der Arzt sich entscheiden musste, gleich rinnen in den Mülleimer nein, oder doch vielleicht ein Kaiserschnitt. Hat da dein scheiß Leben schon angefangen oder ist das erst später gekommen, wo du 6 warst und festgestellt hast, dass auch du auf Jung stehst? Du. Hat dich das so nervös gemacht? Peter. Oder war es dann mit 12, wenn ihr in der Schule immer duschen wart und du von den anderen jungen Männern die Dinger da gesehen hast lass und dann nicht selber runtergeguckt haben. Oder war es, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt 17. Oder war es mit 17, als du in der Peter Ehrlich Show angerufen hast und auch du feststellen musstest, dass du es nicht geschafft hast, mich zu unterhalten, weil jetzt der nächste Anrufer ist. Du da. Hallo. Hallo. Sprich. Stimme aus dem Nichts. Wenn euch das nicht gefällt, ruft doch einfach nicht mehr an. Hallo. Ey!
Ey, du da, zu Hause, der jetzt weiß, dieses Klingeln ist dein Klingeln. Der jetzt denkt, er ist dabei gewesen. Dich nehme ich, du bist gut, hallo. Ey, du Arschloch, ey, ass ich Peter, wo ist die da? Hallo, du Arschficker. Wie geht's dir denn? Du Schule so. Ey, was packst du denn da drüben so ab? Ich würde dir ganz schön Mühe machen, wenn ich so auch mit Männern, ne? Ey, wieso bist du kein Mann, ey? Ich bin wer? Du bist doch kein Mann, Mann. Nee? Nee. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Da, di, 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 da. Oh, da, da. Wie geht es weiter mit dir? Hast du mal Bock drauf, ey? Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Die Musik ist gut. Los, lass uns. So schön mit 90. Hallo. Ey. Ja, ja. Was denn? Das ist das Interview, haben wir doch schon gezeigt. Nein, das ist noch auf der Kassette von letzter Sendung drauf. Hallo. Peter, du Sau. Ey. Hat dir deine Frau das jetzt gesagt mit mir? Hallo. Fernseher ist zu laut. Der Fernseher ist zu laut. Machst du ihn leiser? Ich möchte mich jetzt ganz vernünftig unterhalten. Die ganze böse Stimmung ist jetzt raus aus meinem Bauch. Mir geht's jetzt wieder gut. Bin jetzt wieder aufnahmebereit. Auch für deine Frau. Hallo. Hallo. Sprich. Bin ich auf Sendung? Du bist live jetzt. Darf ich dir mal eine ganz persönliche Frage stellen? Du wirst mir jetzt auch beschimpfen. Nein, wirklich nicht. Gut, dann mach mal. Wie groß bist du eigentlich? So richtig? Ja, so in Zentimeter. Warte. Im Ausweis? Scheiße, ich hab die falsche Hose an. Also im Ausweis steht 70. Ja, ich bin schon beschissen mit der Hand. 1,72 Meter. 1,72 Meter, ja. Mein lieber Mann. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. Das ist aber sehr lustig. Hast du vorhin Metal Jacket auch gesehen? Ey, was? In dem Film war das. Was? Na, mit den Sprüchen. Welche Sprüche? Hast du jetzt so einen Spruch gebracht? Mit diesem Twist. Warst du jetzt gerade lustig eben? Nein, du hast eine tiefe, sonore Lache. Du klingst debil. Kommst du aus Ochsenzoll? So in der Art. Immer hart. Jetzt ist aber gut, Anna. Da ist nichts für dich bei. Hi. Hi. Ich bin der Jason. Kann ich mal Jana sprechen? Ja. Dann zeig sie mal. Hallo? Was denn? Er hat ein böses Wort sagen wollen. Ich hab dich nicht verstanden. Würdest du bitte nochmal anrufen? Ich möchte das gerne nochmal persönlich hören, okay? Ich hab ihn wirklich nicht verstanden. Was hat er gesagt? Hat er... Keine Ahnung, jetzt bin ich dran. Hallo! Hey, Peter, Wahnsinn! Wahnsinn, findest du die Sendung gut? Du, Wahnsinnsklasse, aber mach doch mal endlich was Wildes, was richtig Wildes. Was soll ich machen? Wie soll ich schon immer mal machen wollte? Was? Pass auf, ich geh jetzt mit ihm mal rüber ins Studio, pass mal auf, komm mal mit! Pass mal auf! Hau rein! Was ganz Wildes? Ja. Oh, jetzt, ich hab jetzt einen vollen Einfall, was ganz Wildes! Okay, was Wildes? Ja, mach! Pass auf jetzt! Oh Gott. Peter? War das gut? War Wahnsinn. Peter, du bist also... War das wild genug? Absoluter Hammer, echt. Soll ich jetzt mal was ganz Perverses machen? Oh, hau rein. Zeig's uns, gib's mir. Ich bin einer von den Leuten, die keine Unterhosen tragen. Lass mal gucken hier, guck mal hier, kannst du durchflippen. Ah, scheiße. Ich meine, schwul bin ich nicht, das hat er dann schon angesprochen, aber ist okay, war witzig. Also jetzt mal ganz ehrlich so, von Mann zu Mann, hab ich einen geilen Arsch, kann damit Frauen aufreißen? Ist nicht schlecht, ja. Hat mir die nix starr hier. Hat zu. Was, scheiße, hat was. Voll kacke. Hast du noch ein Thema, wo wir alle lachen können, wo es lustig wird? Ein Thema, wo wir alle lachen können? Ja, das war's. Du da. Jupp. Ja. Hi. Ich hab was Ernsthaftes für dich. Du hast was, was? Ich hab was Ernsthaftes für dich. Ernsthaft? Ja. Du bist ernst und hast Haft. Nee, ich will zumindest sein, sagen wir es mal so. Ich muss dir mal sagen, ich finde dich so beschocke, dass du schon wieder gut bist. Ja, das ist schlimm. Ey, du bist der Erste, der dieses scheiß Konzept, was meine Regieassistentin geschrieben hat, begriffen hat. Ja, jetzt muss ich mich mal auslassen über was, was ich absolut und total und alle Sau finde. Findest du auch, dass ich eine Stefan Raab-Kopie bin? Nee, zum Glück nicht. Ja, weil ich bin eigenständig, ich bin der eigene Peter, wa? Ja, sei froh drüber, sei froh drüber. Gut, jetzt mach gut. Red ruhig. Kennst du Okay Radio oder das, was es mal war? Ja, das hat mir so traurig eben auch die Morning Show. Mit dem dicken Breuer. Ja, nicht mal nur das, das war der einzigste Sender. Enjoy kannst du absolut in die Tonne treten.
Radio Hamburg, naja. Ey du, das ist halt nicht mehr mein ich höre keine Musik. Nicht. Ich höre jetzt die brandenburgischen Konzerte und so was alles. Ja, warum lachst du darüber? Traust du mir keine Klassik zu oder was? Ich war neulich auch mal in der Oper, ja? Hey, ich war in der Oper, kannst du dir vorstellen, dass ich in der Oper war? Also wir sind da vorbeigegangen, ich musste auf Toilette, dann bin ich in die Oper gegangen. Okay. Ah, mein geiler Gag, wa? Und tschüss. Das hast du als Fernsehzuschauer deine Macht bewiesen. Das hast du mich rausgeklickt, einfach so. Hallo. 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 Brick! Ich muss jetzt einfach mal sagen, Marcel Krummerfeld ist hier der Kameramann. Hi, Peter. Wir sind nämlich jetzt eine Riesenbande hier, ja? Nicht nur einen geilen Kameramann haben wir, sondern der Mann, der diese Idee, ja gleich, der diese Idee für diese Show hatte, hat auch eine Idee für eine andere Show gehabt, das ist er hier. Er wohnt in der Vereinsstraße, geht immer bei Schlachter Frundke Weißwürste kaufen und ist richtig stolz und glücklich. Stimmt? Gut, danke, war eine nette Antwort, war spontan aus dem Bauch raus. Bist du noch dran? Ja, klar. Dann red jetzt du. Ja, ich wollte dich eigentlich nur mal zu deiner Sendung loben, die guckt dich schon öfter mal. Hab auch schon öfter versucht mal anzurufen. Finde ich eigentlich ganz gut, was du machst. Wie heißt du? Thomas. Tommy. Ne? Ich kann mit Leuten nichts anfangen, die meine Sendung gut finden. Weil da ist die nötige Art von Aggressivität nicht da drin. Bei du jetzt, du? Oh! Kreative Meisterleistung. Noch nie einen Steifen, aber so eine Geräusche machen. Hallo? Das ist hier ein Elend. Jetzt merke ich das erstmal, wenn man hier ein Telefon macht, was da für Schwachköpfe manchmal rum. Du da? Oh, vielleicht. Oh, 8 Minuten noch, naja. Soll ich mich mal umbringen? Während der Live-Sendung? Hey, Peter, dummer Spaß. Ja, Spastiker. Darüber lacht man nicht, ja? Ich hab nichts mit Konter gar nicht. Ich hab nur krumme Finger vom Eulier gekriegt, ja? Spinnst du? Hallo? 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 Sprich Peter? An. Ja, ja. Du sag mal, Peter, kannst du mir mal die Beine von deiner schönen Nachbarin da zeigen? Von meiner Nachbarin? Ja. Von Katrin Steinbach? Ja. Die möchte ich dir nicht zeigen. Doch. Ich stehe auf Beine. Du stehst auf Beine? Ja, und auf Erd. Was würdest du tun, damit ich dir diese Beine zeigen könnte? Also wenn wir jetzt einen kleinen Deal machen, der mich befriedigt, dann zeige ich dir die Beine bis zum... Ja, ich spring von der Köbrandbrücke. Du springst von der Köbrandbrücke? Ja. Kannst du erstmal so einen Testsprung aus deiner Wohnung machen? Nee, wir wohnen ja im Erdgeschoss. Okay, kannst du dich jetzt mal zu Hause hinstellen? Ja, mach ich. Kannst du in Richtung Fernseher gucken? Ja. Wie kann ich das jetzt zum Beispiel kontrollieren, ob du das wirklich machst? Vielleicht guckst du jetzt doch... Ja, du kommst am besten mal vorbei. Wo wohnst du denn? In Jenfeld. Nee, das ist mir... Das sind ja Assi-Burgen. Und das hat mir nämlich gedacht, dass ich da die meisten Zuschauer habe, bei den Assis da, ja? Hallo? Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin Thorsten. Bist du ein Profi bei Anrufen im Fernsehen? Du hast... Hallo, schönen guten Abend. Nein, ich wollte mal ein bisschen Stil reinbringen. Ich hätte eigentlich nur mal eine Frage an deine... Ist das deine Freundin oder Bekannte? Oder? Ja, Ex-Verlobte, wa? So. Die kam mir ja dann mit einem blöden Ehevertrag. Fragen, weil ich mich manchmal so frage, in der heutigen Zeit, wie überhaupt sowas zustande kommt. Wie hast du die kennengelernt, so? Durch deine Sendung, oder... Wie bitte? Wie hast du Peter kennengelernt, würde mich mal interessieren. Peter und ich haben uns mal beim Essen getroffen. Achso, aber durch die Sendung oder so? Nee, nicht durch die Sendung. Achso. Und dann haben wir uns lieben gelernt. Mhm. Naja, ich versuche ein Baby aufzuschlitzen. Ich frage nur einfach so mal, weil ich irgendwie doch ein bisschen, naja, möchte nicht sagen schockiert bin, aber... Wieso das denn? Dass sowas möglich ist, also was du an ihm findest. Du meinst die Kombination von uns beiden? Ja, ich muss mal sagen, ich finde ihn ganz ehrlich so... Na, sag es ruhig mal, ich finde ihn irgendwie ätzend, also er ist irgendwie so ätzend, dass er schon wieder nett ist, das stimmt. Aber ich, naja, genau. Ich kenne Peter auch nur aus Mitleid übrigens. Ja, naja, aber es ist wahr, ne? Aber er kommt irgendwie doch an bei Frauen, die Eindruck habe ich. Das wollte ich dich mal fragen, Peter, wie machst du das eigentlich, dass so viele Frauen auch bei dir sich melden und sogar mit dir Kontakt haben? Das ist ganz einfach, du musst sagen im Fernsehen, dass du einen 28 cm Ding hast. Naja, aber das ist ja... Aber du musst das nicht nur sagen, sondern auch wirklich haben, ja? Und ich hab's. Ach. Da habe ich sogar noch um 2 cm untertrieben, ja? Bei 30 hört sich immer ein an, ja? Ja,
wie gesagt, erstaunlich, dass die Frauen sich bei dir melden und tatsächlich mit dir was machen dann auch, ne? Das ist typisch, also das ist echt Fernsehkarriere. Das alte Sprichwort, je widerlicher man ist, desto besser kommt man an, ne? Das stimmt. Ich hab mir jetzt auch angewöhnt, nur noch kurz so eine Quickies zu machen, so. Rinn, raus, fertig. Bist du da eigentlich wirklich so oder tust du nur so, oder? Ja, na meinst du, ich kann anders sein? Ja, wenn ich dir jetzt zum Beispiel erzählen würde, dass ich in meinem Privatleben, wenn ich richtig arbeiten gehe, Tagesvater bin, glaubst du mir das? Ja, es kommt drauf an. Du glaubst mir das? Bisschen, ja. Wenn ich Pickelcreme werbungsmäßig verkaufen würde, wirst du die auch kaufen? Nö, das denke ich nicht. Entweder glauben und kaufen oder gar nichts. Ich schwitze auch ab und zu in ihr Kleid drin. Alles Peter? Aus Mitleid. Hallo. Hallo Peter, fordere mich mal. Ich soll dich fordern? Ja. Du, die Sendung ist nur noch 4 Minuten. Vielleicht schaffst du es ja. Ja, dann ruf noch mal an, wenn du das noch mal schaffst. Also die Frage für die nächste Sendung ist, zu welchem Fernsehsender geht Peter, damit er Geld verdient? Geht er vielleicht zu Wow, dem Idioten? Das ist kein Fernsehsender, das ist eine Fernsehshow. Eine Gastrolle. Ihr kriegt eine Gastrolle bei Wow, dem Idioten. Wegen die haben auch klasse Weiber, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Obwohl, der ist schon ganz schön durchgestylt als ich. Der hattet auch, ich hab mir jetzt hier guckt mit meiner Jeans, 800 Mark hat die gekostet, Designer, wa? Hier kann ich einfach mal zeigen. Erst hat mir eine Jeans gekauft, die hat 70 Mark gekostet und da habe ich die Risse selber drin gemacht. Da wirst du sofort erkannt in der Mönckebergstraße. Guck mal, der kann ja immer eine richtige Jeans kaufen, da hat sie 800 Mark eben halt bezahlt. Das ist auch eine Kressehose. Echt? Mit Kresse habe ich abgerechnet. Kresse ist weg. Arabella hatte schon Interesse an mir, aber ich hatte ja schon mal so mein schwarzes kleines Ding, war. Ist da noch? Sabine? Auch du warst bei mir, ich bei dir drin. Oh, du hast einen Rhythmuscomputer. Ist das jetzt deine Herztöne? Ist das wahrscheinlich bald zu Ende mit dir? Weißt du was? Nach genau 27 Sekunden muss man nicht rausschmeißen, sonst muss ich GEMA-Gebühr bezahlen für deinen Scheiß. Das war schon witzig. Bitte. Du bist eine Frau und hast gewonnen. Halt der Maul. Was hat das gesagt? Herr Maul. Was weckt dieser Typ bei euch für Emotionen? Woran liegt das? An meinen schlechten Zähnen? Die sind wirklich schlecht. Soll ich sie mal rausholen? Hallo. Hallo Peter, du Hurensohn. Komm, zweites Schimpfwort. Arschficker. Und wenn du jetzt noch einen dritten, wenn du das jetzt noch optisch steigern könntest. Grüß mal deine Mutter von mir, du dreckiger Eselsohn. Mit Mama rede ich nicht mehr. Mama hat mir an Stellen gewaschen, wo sie nicht waschen durfte, wo ich 17 war. Das war doof. Und sie hat immer gesagt, mein Sohn, das muss so sein. Und dann hat sie mir an ihren großen Busen immer gedrückt. Und dann hat die so ganz blöde gestunken. Also ich war fürchterlich und die Sommersprossen, den konnte ich auch nicht mehr sehen. Und Mama war aber die erste Frau in meinem Leben. Hallo? Peter, wie viel hast du? Wie viel? Ja. Millilitermäßig? Ich habe kein Sperma mehr. Ich habe nur noch Ejakulat. Weil spermamäßig bin ich abgedreht worden. Aber dadurch ist es flüssiger geworden und kommt viel weiter. Kann ich euch zeigen, habe ich ein Video von. Nein, Mentina. Hallo. Hallo, Pete. Bist zu leise gewesen, deswegen schmeiße ich dich raus. So, letzter Anrufer, letzte Minute. Hallo. Hallo? Die geht falsch. Ja, du da. Hi, Peter. Warum rufst du jetzt erst an zum Weil Ende? Weil ich eben erst eingeschaltet habe, vor 2 Sekunden leider. Ich habe es voll verpasst. Und guckst du nächsten Dienstag? Na klar, da ich habe schon mal mit dir telefoniert. Du hast schon mal mit mir telefoniert. Ja, da warst du nicht so gut aus wie jetzt. Haben wir denn auch im Bede uns danach getroffen? Nee, aber... Na, dann will ich dich jetzt auch nicht mehr treffen. Und auch heute könnt ihr mir da lecken, wo ich nass bin. Daran hat sich nichts geändert. Na, du Hurensohn. Ich möchte mich jetzt einfach mal bei Marcel bedanken, möchte mich bei Joe bedanken. Und wenn der da nicht da auch da gewesen wäre, dann wären wir alle glücklich gewesen. Und jetzt sage ich euch nur noch eins. Haut ab. Ihr kotzt mich alle an. Weg! Hey, Bildermann, weg da! Weg da, weg da!